War es das endlich? Jo, offensichtlich hat da jemand keinen Bock mehr auf Gongläuten. Bemühen wir die magische Kugel des Heilens, um Sekühn zu heilen. Und außerdem noch die Viren. Och, das kann er nicht, schade. Ich glaube, das ist auch abhängig davon, wie viel Energie das Mitglied noch hat. Okay. Wir sollten zuerst diesen komischen Topenschwörer plattwalzen. Jo. Das verzauberte Schild nehme ich gerne in Anspruch. Wir sehen im Hintergrund jede Menge Skelette, ein Friedhof und jede Menge große Skelette offensichtlich auch. Also was für Kreaturen haben sich hier damals in Deadgate rumgetrieben? Man möchte es kaum glauben. Vor allen Dingen sehen sie alle so ähnlich aus. Verschwinde, Gengar! Lass sie kühn in Ruhe. Das Gute am Ausfall mit den Doppelschwertern ist, dass man jetzt jeweils zweimal zusticht und es die Attacke natürlich noch effektiver macht. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Ben? David, aber John. Ihr seid doch nicht tot, oder? Nein, nein, uns geht es gut. Wir sind hier, weil wir eure Hilfe brauchen. Aber seht mich doch an. Wie könnte ich euch helfen? Ihr könnt uns sagen, wer uns hintergangen hat. Derselbe Mann, der seine Klinge in meinen Rücken stieß. William. Was? Seid ihr sicher? Ich meine, ihr sagtet, ihr wäret von hinten erstochen worden. Ich bin todsicher. Er lockte mich von den anderen fort. Dann stach er auf mich ein und ließ mich verbluten. Ben hat euren Leichnam gefunden. Er ist außer sich. Sagt ihm, dass ich ihn vermisse. Das werden wir. Und ich verspreche euch, wir werden nicht ruhen, bis euer Tod gerecht ist. Ich weiß, aber leider werde ich bis dahin ebenfalls nicht ruhen. Nein! John! Komm zurück! Okay, da haben wir also die Bestätigung, es war William. Man konnte es sich denken. Der Kerl war mir schon immer nicht ganz koscher und spätestens ab dem Moment, als der Duke dachte, dass er noch, dass William auch gefangen genommen wurde, es aber nicht war, weil er eben mit Silver und Future unter einer Decke steckte, war es eigentlich klar. So, wir können jetzt noch hier unten lang, das werden wir auch mal tun. Und wir vergessen die eine Gegend nicht, wo wir die erste Abzweigung hatten. Wir haben wieder Boden unter unseren Füßen. Wer taucht da auf? Da oben, schon wieder so ein Bomberman. Schon wieder so ein Gengar. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ihr nervt tierisch. Ihr nervt tierisch. Und was für einen ekligen schwarzen Fummel habt ihr da überhaupt an? Das neue Sommerkleid von Kick oder was? So. Ja, du kannst eigentlich auch mal sterben. Danke. Deswegen hört das nicht auf, wegen dieses Penners. Tja, was für ein Irrglaube zu denken, er könnte mich blocken. Bams! Was sind das da für komische Berge im Hintergrund? Die sehen echt merkwürdig aus. Auf jeden Fall, ja, Hafendocks. So weit sind wir schon. Ach, so weit. Ist noch gar nichts passiert. Folgen wir dem Weg. Ah! Der Skelettschlüssel, wo kriege ich denn den her? Meine Freunde, wie wär's denn mal hiermit?
Golem beschwören. Los, Golem. Wow. Der Golem macht ja unglaublichen Schaden. 19. Naja, aber er dient ganz gut als Ablenkung, als Schadenfresser. Da will ich mich jetzt mal nicht großartig beschweren. Wer ist das? Wer ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wer ist das? Er sieht so aus, als würde er mit mir reden wollen. And the dragon comes in the night! Ihr seid nicht tot. Also, was ist mit euch los? Seid ihr verrückt oder einfach nur herzlos? Weder noch. Wo bleibt dann euer Anstand? Ihr marschiert in eine Totenstadt und stolziert mit euren lebendigen Leibern vor den Toten herum. Das tun wir doch gar nicht. Wir sind auf der Suche nach den 8 magischen Kugeln, mit denen Silver besiegt werden kann. Dann kann ich euch vielleicht helfen. Oh. Ich habe etwas in einer Ausgrabungsstätte in Outer Haven gefunden, was wie eine magische Kugel aussah. Leider wurde ich getötet, bevor ich das Ding ganz ausgraben konnte. Seid ihr sicher, dass es diese Ausgrabungsstätte noch gibt? Ganz sicher. Sie wurde abgeriegelt, als eine Seuche ausbrach, die Bevölkerung in grässliche Monster verwandelte. Ihr Anführer versiegelte den Eingang mit einem Illusionszauber und verhinderte so, dass sich die Seuche weiter ausbreiten konnte. Aber ich habe während meiner Studien in Gno diese Schriftrolle entdeckt. Sie neutralisiert den Zauber und zeigt dem Leser, wo sich der Eingang befindet. Und was ist mit dieser Seuche? Es besteht keine Gefahr mehr. Aber leider kann man immer noch sehen, was sie angerichtet hat. Hier, nehmt die Rolle an euch, sie wird euch sicher hilfreich sein. Hä? Was hat der denn jetzt für ein Problem? Okay. Die Schrift der Offenbarung wird es uns also ermöglichen... Ich bin der Schreiber. ...eine weitere magische Kugel zu finden. Jetzt ist eben nur die Frage, wo ist Outer Haven? Wo Haven ist, wissen wir, aber wo Outer Haven ist, nicht. So. Es gab noch diese eine Stelle. Bei der wir die Abzweigung wählen konnten. Und vielleicht finden wir ja dort auch diesen Skelettschlüssel, den wir brauchen. Um diese magische Truhe aufschließen zu können. Ich habe wirklich keine Ahnung, wofür die beiden Schlüssel gut sind, die wir noch im Inventar haben. Ich weiß nicht, ob ich eine der Truhen schon mal irgendwo gesehen habe oder eine der Türen. Okay. Offensichtlich komme ich hier ohnehin nicht hin. Na dann. Dann kann es mir auch egal sein. Da muss ich einen Weg finden, an den Skelettschlüssel zu kommen. Ja. Dann können wir uns auch eigentlich so zurück teleportieren. Boneyard, okay. Glücklicherweise müssen wir diese vermaledeite Überfahrtsgebühr nicht nochmal zahlen. Da hätte ich jetzt wirklich keine Lust zu. Fragen wir einfach mal den Duke, ob er da vielleicht irgendwas drüber weiß, über diese Seuche. Und wo Outer Haven ist. Habt ihr den Verräter ausfindig gemacht? Ja. Ja, es war William. Aber er war ein Freund. Seid ihr sicher, dass er es war? Ganz sicher. Wir haben mit eurem Bruder gesprochen. Es war William, der ihn niedergestochen hat. Was? Warum?
Ben, Williams Motive können seinen Verrat niemals rechtfertigen. Oh, aber ja. Er wird sich für seine Verbrechen verantworten. Und er wird sie mit seinem Leben bezahlen. Ich habe eine neue Kampftechnik anstudiert, die zu gegebener Zeit möglicherweise hilfreich sein wird. Versucht es. Mit beiden Schwertern ist es natürlich umso cooler. Und David, wenn ich nicht da sein sollte, sorgt dafür, dass er leidet. Er sollte jetzt nicht allein sein. Die Technik mag ich. Ja, wir müssen trotzdem noch mit dem Duke reden. Ich weiß, ihr habt William sehr geachtet. Es tut mir leid. William war schwach. Ich hätte misstrauischer sein sollen. Mein Urteilsvermögen hat einigen Männern das Leben gekostet. Er hat euer Vertrauen missbraucht. Ich werde aus meinen Fehlern lernen. Sprecht mit niemandem über unsere Pläne. Wenn ihr Hilfe braucht, kehrt hierher zurück. In Ordnung. Ich brauche Hilfe. Hilfe. Wo ist überhaupt Fat Bob? Hat er sich letztendlich doch selbst gegessen? Naja. Der Eingang müsste eigentlich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier Outer Haven ist. Ja. Ja. Der Eingang müsste nämlich hier... Ja. Wunderbar, dann kommen wir ja doch dahin. Und hier dürfte sich dann eine weitere magische Kugel befinden. Na super. Was ist das für eine vermaledeite Kreatur? Eine Art Zyklop. Da hat es sich ausgefurzt. Sekühn muss einmal geheilt werden. Hat's das gebracht? Jo. Gleich müsste ich eigentlich in der Lage sein, wieder zaubern zu können. Oh mein Gott, was sind das für Kreaturen der Finsternis? Das hat die Seuche also aus euch gemacht. Sie verlieren doch nicht ernsthaft Äpfel. Und warum haben sie die magische Kugel der Erde-Fähigkeit? Nee, ist klar. David. What? Okay, offensichtlich verschießt meine Attacke auch noch diese komischen Magiestückchen. Das ist dann umso besser. Vivian, wie viel Mana hast du? Das sollte eigentlich auch reichen. Das einmal zu wirken, den Heilspruch. Komm her, komm her. Dann wirkst du das bitte auf dich selbst. Und Sekühn, kann die das auch einmal benutzen? Einmal sollte drin sein. Dann wirkst du das bitte auf. Du kannst es nicht, okay. Loser! Nein, das habe ich nicht gesagt. Nimm erstmal die Zwille. Jo, was machen wir hier? Ach, der kann die jetzt auch nochmal benutzen. Schön. Nee. Warum der jetzt unbedingt nochmal was kommen musste, das weiß ich auch nicht, aber in Ordnung. Noch mehr! Mein Gott, diese Viecher sind ganz schön stark. Sie haben Spezialfähigkeiten. Sie haben Spezialwaffen. Na, hässlich sind sie trotzdem wie die Nacht, aber... Angriff!
Geht doch. Aber langsam reicht es auch. Sehr kühn. Vivien. So, wie viel Leben haben wir? 906, ach, das muss eigentlich reichen. So, weiter geht's. Nächster Bildschirm. Oh mein Gott, das ist hart.